Hallo, hier ist Monika von Wunderbare Stempelwelt und ich habe heute Goodies für dich. Und zwar sind das diese kleinen süßen Verpackungen und die funktionieren ganz einfach. Man kann hier aufziehen, dann ist da unbezahlte Werbung drin und dann kann man die komplett auseinandernehmen. Und das ist eigentlich ein Streifen, aus dem das gestaltet wird. Außer dass hier noch ein bisschen was wegkommt. Und wie man das dann wieder zusammen macht und wie man das überhaupt gestaltet, das zeige ich dir jetzt, weil ja, es war dann ganz trickreich, das wieder zusammen zu tun. Und ich habe die für einen Workshop gemacht und dann saßen wir da und wie wird das jetzt gefaltet und sieht komplizierter aus, als es ist. Ich habe hier noch einen Streifen vom Designpapier-Käffchen und tatsächlich ist das auch eine coole Sache, um entweder sofort in Serie zu gehen, um die zu produzieren oder eben Reste zu verwerten. Wäre man in Serie, würde ich jetzt also drei rausbekommen, weil jeder Streifen wird 2 Inch gemacht und in Serie, oder wenn man mehrere macht, kann man das Designpapier zuerst so einlegen und zumindest die geraden Falzlinien ziehen. Dann würde man hier anlegen, eben bei 2 Inch falzen. Weiter, bis man alle Falzlinien hat. Dann kann man wechseln und hier bei 2 Inch schneiden. Und dann hat man schon sehr viele der Falzlinien einfach schon gestaltet. Wir machen jetzt einfach mal eines. Das heißt, wir brauchen einen Designpapierstreifen 30,5 oder eben 12 Inch. Es geht auch, das mit Farbkarton zu machen. Dann müsste man die Maße leicht verändern. Hier funktioniert das aber ganz leicht. Und wir arbeiten heute mal in Inch. Also, Designpapier 12 Inch lang. Und da brauchen wir einen Streifen von 2 Inch. Ich habe die Anleitung mehrmals schon gesehen. Ich kann euch nicht sagen, wer der Urheber dieser Anleitung ist. Ich zeige euch einfach, wie man sie macht. Und wer dann Ansprüche erheben möchte, bitte gern, dann verlinke ich das sofort dazu. Aber es war nicht möglich, das herauszufinden. Jedenfalls, wir legen den schmalen Streifen quer ein bei 2 Inch und einmal falten. Dann bei 4 Inch und so geht das immer weiter bei 6 Inch. Und entweder klappt man das jetzt auf oder macht einfach anderweitig weiter. Ich mag das lieber so durcharbeiten. 8 und 10. Und dann hat man hier schon alle geraden Falzlinien. Ich zeige das mal von dieser Seite. Knicke die gleich um. Dann sieht man das besser. So, das sieht man bei diesem Design leider ein bisschen schlechter, aber hier sind die ganzen geraden Falzlinien. Und jetzt brauchen wir einfach für das Design hier immer einmal so eine Falzlinie, so, so, so. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Ich zeige es dir. Hier wieder einklappen, ist das aus dem Weg. Wir beginnen mit der ersten Falzlinie und ich lege mir das Blatt hier rechts zur Seite. Dann kann man das Papier hier oben zwischen diesen beiden Dingen einfach anstoßen lassen, dann ist die Ecke auch schon in der Mitte. Und dann nimmt man sich von hier, von dieser Falzlinie, das Ende und setzt das hier auch in die Mitte von der Schneideleiste. So, jetzt muss ich da ein bisschen genauer arbeiten. So. Und dann einmal zuklappen und falten. Vorsichtig bei Designpapier. Jetzt lassen wir ein Feld aus und machen das beim nächsten Feld. Hier also auch wieder schön mittig anlegen. Einmal oben mittig. Da kann man jetzt den Trick leider nicht anwenden. So. Die Kamera arbeitet. Dauert es ein bisschen länger und dann wieder ein Feld auslassen, beim nächsten Feld wieder. So.
Und jetzt haben wir diese Falzlinien und die sind uns eine super Hilfe, weil wir können jetzt die Diagonale umklappen und dann das Papier oben so einlegen. Dann sieht man wieder sehr cool, hier ist die Ecke und wenn man schön gefalzt hat, müsste das hier automatisch auch stimmen. Sonst kann man ja noch korrigieren. Also hier falten, dann das nächste Eck wieder umklappen, wieder einlegen, dann richtig platzieren, so, und wieder falzen. Und dann ist noch das letzte Stück und da wird das letzte abgeschnitten. Also dieses Dreieck wird dann abgeschnitten. Zack, auf Wiedersehen. Das bleibt über. Und jetzt haben wir das Goodie quasi schon zusammen. Jetzt müssen wir das nur mehr richtig falten. Ich halte es so, dass die Verschlusslasche, was für ein schönes Wort, hier auf meiner rechten Seite ist, also diese abgeschnittene Ecke. Und wir beginnen hier. Einmal nach innen klappen und die zweite Diagonale auch nach innen klappen. Dann haben wir hier dieses Dreieck vorsichtig umklappen und dann einfach mal wie eine Ziehharmonika alle Faltlinien nachziehen, da vielleicht ein bisschen korrigieren, wenn man doch nicht ganz so perfekt gearbeitet hat. Und dann nochmal in die andere Richtung, alles sehr vorsichtig, damit das Designpapier nicht kaputt geht. Dann hat man hier schon einen guten Anfang. Und jetzt haben wir ja hier am Anfang dieses Dreieck zusammengefaltet. Und das kann man sich so halten, dass man das schon hat. Und jetzt ist die erste Diagonale die, die man auslässt und verwendet die zweite Diagonale. Man kann also das einfach theoretisch so drüber klappen und die Diagonale hier auflegen. So, sieht man das? Ich zeige es nochmal. Also, der Streifen wird zum Dreieck gefaltet. Dann nimmt man dieses Dreieck, stellt das auf und klappt die Seite hinein, dass dieses Dreieck dann so steht. So. Dann ist ja hier schon die Ecke und diese Diagonale, die jetzt hier ist, die legt man auf diese Fläche drauf. Einfach so draufkleben. Dann kann man das Papier quasi wieder so gerade hinstellen. Und dann hat man hier schon, ich halte das jetzt von unten einfach, hat man hier dieses Körbchen, wo man dann sein Goodie reinsteckt und dann wird das nur mehr eingepackt. Und zum Schluss kann man diese Lasche nehmen, etwas abheben, hier hineinstecken und schon ist die Box verschlossen. So einfach funktioniert das. Damit ist ein Teil fertig und jetzt kommt es einfach auch darauf an, wo möchte man das platziert haben. Ich habe es jetzt, weil ich das Blatt umgedreht habe vom Design, ist es hier anders. Einmal so, so rum, das wäre das richtige Design. Dann ergibt sich das Ganze auch so, einmal rundherum. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Eigentlich, ja, doch. Sollte das jetzt so zugehen? Nein, jetzt geht es auf die andere Seite zu. Wir haben gestern schon gerätselt, das war lustig. Okay, so. Andere Richtung. Deswegen. Ah, okay. Habe ich mich selber überlistet. Video noch einmal von neuem. Nein, das machen wir nicht. Es gibt zwei Varianten, das war so gewollt. Also zusammenklappen in die andere Richtung. Das heißt, man nimmt nicht
Wir haben ja so begonnen, dass wir das so zugeklappt haben und dann so geblieben sind. Wenn die Lasche auf der anderen Seite sein soll, das umdrehen und so aufstellen, dass das jetzt hinten ist. Also wir haben jetzt hier offen und das war vorher innen, dass das innen ist. Aber dann kommt eben die Platzierung vom Spruch woanders hin. Also. Die Variante, wo der Spruch dann oben ist, um die Lasche auszuklappen, ist einfach nach dem Dreieck einmal umdrehen, dasselbe wie vorher, das Dreieck aufstellen und die nächste Diagonale hier dazu. Einmal um das Ganze herum einfüllen und jetzt mit der Lasche verschließen. Und jetzt ist es eben so, dass hier das Etikett angeklebt wird. Moment, ich mache das hier schnell. Ja. So. Das ist jetzt dasselbe wie das hier. Und dann kann man hier ziehen, dass hier die Öffnung aufgeht. Macht man das anders, also so rum, dass zwar dieser Verschluss innen ist, wenn man das Dreieck unten hat, jetzt ist das natürlich verkehrt hier mit dem Verschluss, dann kommt der nicht hier hin, sondern, muss ich das nochmal umbauen, wenn man das so macht, dass das innen ist, und man hier verschließt, dann hat man jetzt die Lasche unten. Also dann schließt das oder müsste man das so befestigen, dass das dann hier weggeht. Und wenn man es dann so aufsteht, steht das Etikett oder das Bändchen, das Etikett, ja, das steht dann so weg. Deswegen, ich finde es eigentlich schöner so wie bei dem hier. Das bedeutet aber eben, dass man wieder das Dreieck faltet, die offene Seite außen hat, das wieder so hinstellt, die Diagonale auf die Diagonale legt, dann hat man hier dieses Körbchen, dass man was reinlegen kann und dann kann man das hier so verschließen und das Dreieck ist oben zu. So einfach funktioniert das mit denen. Ich finde die total hübsch, auch wenn die Erklärung jetzt aufwendiger war. Aber ich lasse das Video genauso, weil man ja aus diesen Dingen auch was lernt oder eben diese Variation hat. Vielleicht braucht man das ja mal, dass es hier wegsteht oder man würde ein Etikett machen. Es ist auch so, wenn man so faltet, also eigentlich verkehrt, dann sieht man hier vielleicht auch schon ein bisschen rein und das ist hier noch versteckter, weil hier einfach die Lasche dann so drüber geht, da sieht man nicht direkt rein. Wenn man schon einen kleinen Sneak Peek machen möchte, hat man das natürlich so perfekt. Es kommt immer darauf an, was man möchte und es gibt ja nicht wirklich was Falsches, ganz selten. Deswegen. Das waren die Goodies und ich wünsche dir viel Freude damit. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.